Dürfen wir diese Informationen eigentlich noch ignorieren? Und da gibt es, wie bei Julius C. in Corpus Delicti, längst eine übergeordnete Institution, die bei diesen Informationen dann für uns bestimmt, ob wir zum Beispiel dieses Kind kriegen oder nicht bekommen. Das sind Fragen, die ich ziemlich relevant finde und die dann weit über das Austeilen eines Strafzettels hinausgehen. Ich habe vor 2 Jahren auf einer Tour durch die USA mit dem Eisenhower Fellowship eine interessante Situation gehabt auf der Milken Conference in Los Angeles. Da saß ich neben dem Chef-Fundraiser der Columbia University und in einem Panel, wo es eben um diese genetischen Analysen ging mit Craig Venter und anderen und auch Firmenvertretern, zum Beispiel von 23andMe. Und dann sagt der junge Mann, der war kaum älter als ich, neben mir, war wahrscheinlich ein paar Jahre jünger als ich, neben mir sagt, wir haben das, also meine Frau und ich, wir haben das auch machen lassen. Wir haben das jetzt in die Post gegeben, die Speichelprobe und lassen uns mal sagen, wie unsere Krankheitsaussichten sind. Und dann habe ich gesagt, aha, und ist das Ergebnis schon da? Und dann sagte er, nee, das Ergebnis ist noch nicht da, aber wir sind wirklich gespannt darauf. Und dann habe ich gesagt, und haben Sie da nie mal so miteinander darüber diskutiert, was Sie eigentlich mit den Informationen machen, wenn da welche drin sind, die schwierig sind? Und dann schwieg er, 1 Minute, 2 Minuten, und dann sagte er, doch, aber da hatten wir das Paket leider schon abgeschickt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann haben Sie jetzt nur die Möglichkeit, wenn es zurückkommt, es nicht aufzumachen. Ansonsten frage ich mich natürlich, was macht man mit der Information, dass ich, weiß ich nicht, in 20 Jahren mit einer 63-prozentigen Wahrscheinlichkeit an Alzheimer erkranke? Kann ich jetzt schon mal anfangen, mehr zu lesen, mein Gehirn zu trainieren, was auch immer? Was mache ich mit dieser Information, die möglicherweise irgendwo verfügbar ist, obwohl die Daten alle angeblich total sicher verschlüsselt sind? Und ein potenzieller Arbeitgeber hat mich mit meinen 63% Alzheimer auf der einen Seite und einen anderen Kollegen mit 12% Alzheimer, aber 42% Prostatakrebs zur Auswahl. Ja? Also wo sind da die Entscheidungsgrundlagen, die sozusagen jenseits von deterministischen Informationen, die genau sagen, wohin die Reise geht, oder angeblich genau sagen, wohin die Reise geht, uns Ermessensspielräume lassen, die wir brauchen, um überhaupt leben zu können. Das ist eine Frage, die dann weit über die Problematik der Kontrolle von Verkehrssünden hinausgeht. Ich glaube, wir müssen uns da einfach klar machen, solche deterministischen Informationen sind Informationen, hinter die kein Mensch mehr zurückkommt. Wenn Sie sowas wissen, leben Sie mit diesem Wissen und Sie können nicht mehr ohne dieses Wissen leben. Oder anders formuliert, ein gedachter Gedanke kann nicht mehr zurückgenommen werden und eine ermittelte und berechnete Information eben auch nicht. So sehr ich also den Zufall liebe, über den ich hier ja spreche, würde ich es sehr ungerne ihm überlassen, ob wir uns als Gesellschaft in diese Richtung entwickeln werden, ob wir also menschliches Ermessen zugunsten deterministischer Berechnungen zurückweichen lassen, ob wir Freiheitsgrade zugunsten umfassender Dokumentation und Kontrolle aufweichen. Denn ich glaube, es gibt Freiheit, wie schon beschrieben, nur um den Preis der Unberechenbarkeit. Und diese Räume müssen wir erhalten, auch in einer digitalisierten und damit datenbasierten und zunehmend berechenbaren menschlichen Umwelt- und Lebenskultur. Und das gilt für unsere Gesellschaft ebenso wie für jeden Einzelnen, der in dieser Gesellschaft lebt. Wenn ich also die jetzt entwickelte deterministische Perspektive mal auf das zugrunde liegende Menschenbild anwende, dann bekomme ich ein ziemlich trauriges Resultat. Denn der Mensch ist in einer derartig deterministischen und vom Zufall weitgehend befreiten Welt ja zweifellos überlebensfähig. Das steht völlig außer Frage. Er muss dafür bloß sehr anpassungsfähig sein, er muss funktionsfähig sein in dieser Welt und er muss bitte möglichst widerstandslos sein, weil Ermessensspielräume eben reduziert sind. Das heißt, ich kann mich nicht mehr frei entscheiden, mich auch gegen etwas zu entscheiden, sondern das steht dann schon mal fest, was ich bitte tun soll. Der Mensch ist also Teil einer festen systemischen Ordnung und als solcher Teil hat er bitte auch zu funktionieren. Ganz ähnlich übrigens den Algorithmen, die für ihn auf seinen Computern laufen und eben Profile, Präferenzen, Entscheidungsoptionen berechnen. Und ich glaube, an manchen Stellen kann man sagen, auch unsere Sprache skizziert ja in mancherlei Hinsicht diese Form von Menschenbild schon, wenn wir von Humankapital, von der Freisetzung von Mitarbeitern, von Menschen als Schnittstellen zwischen Problem und Problemlösung reden, dann hat das etwas mit dieser deterministischen Interpretation von Menschen und seinem Lebensumfeld zu tun. Tatsächlich sind wir Menschen aber
biologisch-evolutionär und auch unserer psychischen und sozialen Natur nach im Wesentlichen unberechenbar und eben nicht deterministisch. Wir versuchen permanent zugunsten unserer sozialen Einbettung, zugunsten unserer Akzeptanz in unserer Peer Group oder auch darüber hinaus, zugunsten der Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft irgendwie Ordnung zu schaffen als Ausnahmesituation von Chaos. Aber jeder von uns weiß, das Chaos ist der Urzustand und es bedarf ziemlich viel Energie, Anstrengung, Zeitaufwand und manchmal auch relativ viel des Geldes, um eben diese Ordnung als Ausnahmesituation von Chaos herzustellen. Also der Blick auf meinen Schreibtisch sagt mir jeden Tag, dass diese These stimmt, ja? Dass Chaos der Urzustand ist und Ordnung sehr viel Mühe bedarf, um sozusagen in diesen Urzustand eine Schneise der sozialen Übersichtlichkeit hineinzuschlagen. Wenn ich morgens aufstehe und der Wecker klingelt, die Frage, ob ich das schaffe oder ob ich das nicht schaffe, gehört in dieses Denkschema hinein. Die Frage, ob ich eine Aufgabe rechtzeitig hinkriege, ohne das Budget zu überschreiten, ohne die Zeit zu überschreiten, gehört in diesen permanenten Versuch, in Chaos-Ordnungsstränge hineinzuschlagen, hinein. Auch die Frage, ob ich permanent als kommunikative Schnittstelle zwischen allen möglichen Anforderungen, die von allen Seiten auf mich zukommen, erreichbar bin, gehört in diese Vorstellung des Menschen hinein. Er soll funktional sein, er soll perfekt funktionieren, aber er ist eben nicht immer funktional, Gott sei Dank, denn das macht ihn spannend und das macht ihn interessant. Der Mensch ist oft nicht voll funktional, denn er ist eben ein hochkomplexes biologisches, psychisches und soziales System, das noch kein Algorithmus hat kopieren oder berechnen können. Und das macht ihn als Gattung, aber auch als Individuum so wahnsinnig interessant und spannend. Er ist unberechenbar und er ist damit für die Freiheit geeignet. Und wenn Sie sich in Ihrem persönlichen Umfeld vorstellen, das wäre bei Menschen, mit denen Sie zu tun hätten, anders, dann würden Sie relativ schnell sich in das Bild hineinversetzen können, wie langweilig diese Menschen werden, wenn sie berechenbar sind. Dann kann man sozusagen alles wissen und vorhersehen und dann kann man auch das Gespräch und das Zusammenleben eigentlich relativ schnell einstellen. Über eine deterministische Welt zu sprechen, wie ich das jetzt als Gedankenkonstrukt Ihnen hier also entworfen habe, das heißt, über eine Welt zu sprechen und sie damit ja auch schon mal eben im engeren Sinne begriffen zu haben oder zu beginnen zu begreifen, die der menschlichen Natur in vielerlei Hinsicht zuwiderläuft. Und daran ist besonders schade, dass wir uns damit gegenseitig der Impulse, Überraschungen und auch der sozialen Synchronisierungsmomente berauben, die das Leben sehr schön und sehr abwechslungsreich machen. Und ich glaube, das kann man auch sehr praktisch wieder an der Nutzung des Netzes nachvollziehen. Ich lese sehr viel, ich mache sehr viel im Internet. Trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass mit die interessantesten Dinge, die ich sozusagen dann anschaue, damit denen ich irgendwas mache, um damit zu arbeiten, um es einfach zu rezipieren, um mich damit zu unterhalten, viele der interessantesten Dinge eben durch Empfehlungen zustande kommen von Freunden, von Bekannten, manchmal auch von Fremden, die einfach glauben, dass mich was interessieren könnte. Und oft haben sie damit recht. Und das sind die Dinge, die ich dann relativ stark nutze. Insofern ist es also nicht sehr überraschend, dass der Statistikkonzern Hitwise ja Anfang des Jahres herausgefunden hat, dass die Nutzer von Nachrichtenportalen inzwischen eher von Facebook als von Google News kommen. Weil die soziale Empfehlungsstruktur auch mit ihrer Unvorhersehbarkeit und mit ihrem evolutionär überraschenden Moment uns eine Menge an Dingen bietet, die wir eben algorithmenbasiert so nicht bekommen. Wir verlassen uns lieber auf persönliche Empfehlungen einer Social Networking Site wie Facebook als auf Aggregatoren von Google News. Das heißt, wir Menschen sind uns auch gegenseitig Zufallsgenerator und Ermessensspielraum und damit verständigen wir uns evolutionär auf Themen, wir verständigen uns über Probleme und deren Lösungen und entwickeln damit auch gemeinsam einen flexiblen, sich immer verändernden, also sich immer neu anpassenden Wissensbestand, der es uns im Einzelnen ermöglicht, Teil einer dynamischen Gesellschaft, eines sozialen Ganzen zu sein, was sich eben verändert. Und bislang hat die Medien- und Kommunikationswissenschaft ja immer dargelegt, dass es allein die Funktion der Medien respektive des Journalismus ist, einen Beitrag zur sachlichen, zeitlichen und sozialen Synchronisation unserer Gesellschaft zu leisten. Und das stimmt natürlich, trotz aller Veränderungen, wie ich versucht habe darzulegen, durchaus auch immer noch. Aber es ist nicht das Einzige. Wir müssen, glaube ich, schon sagen, auch die Communities, auch die sozialen Netzwerke, in denen wir uns bewegen, führen dazu, dass wir uns sozusagen
verständigen und sind Teil dieses kommunikativen Lebens und übernehmen auch einen Teil der Funktion der sozialen Abgleichung und Synchronisation für die jeweiligen Peer Groups. Wenn wir uns anschauen, wie das aussieht, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, was wir in einem größeren Forschungsprojekt in St. Gallen gerade machen. Wir gucken uns also an, wie Journalistinnen und Journalisten auch